Cholesterin. Cholesterin ist ein Bestandteil im menschlichen Blut. Cholesterin ist eine fettähnliche Substanz. Cholesterin kommt im Blut und in den verschiedensten menschlichen Geweben vor. Vor allem im Gehirn ist eine große Menge an Cholesterin. Cholesterin ist grundsätzlich geruchsneutral, farblos und wasserunlöslich. Cholesterin wird zum einen gebildet in den Nebennieren. Cholesterin wird aber auch aufgenommen über die Nahrung. Und wenn man zu viel Cholesterin hat, insbesondere wenn man falsches Cholesterin hat, dann kann das zu Arteriosklerose, zu Arterienverkalkung führen. Ein zu hoher Cholesteringehalt ist einer der großen Risikofaktoren für Arteriosklerose und damit auch für Herzinfarkt und Schlaganfall. Man sollte sein Cholesterinlevel messen, um festzustellen, ob man insgesamt zu viel Cholesterin hat und insbesondere, ob man zu viel Low-Density-Cholesterin hat, also LDL-Cholesterin. LDL-Cholesterin gilt als schlechtes Cholesterin, hat einen hohen Lipidgehalt und HDL gilt als schützendes Cholesterin, als gutes Cholesterin. Um einen guten Cholesterinspiegel zu haben, ist eine ausgewogene Ernährung wichtig und eine gute Bewegung. Ja, man sollte zum Beispiel kein tierisches Eiweiß zu sich nehmen, keine tierische Fette. Wer gänzlich auf tierische Fette verzichtet, der hat schon mal sehr viel getan für einen guten Cholesteringehalt. Das Hauptrisiko für zu hohen Cholesteringehalt, vor allem für einen zu hohen schlechten Cholesteringehalt, also LDL, ist die Zusichnahme von tierischen Fetten. Also verzichte auf Fleisch, Fisch und Milchprodukte, Eier, dann hast du schon sehr viel getan für deine Gesundheit und deine Langlebigkeit. Und grundsätzlich gilt, je weniger tierische Produkte, umso besser. Der Mensch braucht Cholesterin, das ist richtig, aber der Körper bildet ausreichend Cholesterin selbst und er bildet das zum Beispiel einfach aus den Fetten, die du aufnimmst. Etwas gesättigte Fettsäuren aufzunehmen ist durchaus gut. Das macht man zum Beispiel über Kokosöl. Es braucht keine tierischen Fette dafür. Dann sind natürlich ganz besonders gut pflanzliche Öle und eine gute Mischung aus zweifach ungesättigten Fettsäuren, wie zum Beispiel in Olivenöl und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, wie zum Beispiel in Leinöl und Sonnenblumenöl. Eine weitere wichtige Möglichkeit, Cholesterin auf gute Weise zu haben, ist regelmäßige Bewegung. Wer Ausdauersport übt, wie Joggen, Nordic Walking, Radfahren, Wandern und Schwimmen, der senkt insbesondere das schlechte Cholesterin und die Triglyceridwerte, also die Fettwerte im Blut. Und das ist sehr wichtig. Gleichzeitig hilft ein sportliches Training auch, gutes HDL, also gutes Cholesterin, ansteigen zu lassen. Auch Yoga hilft diesbezüglich, denn im Yoga gibt es zum einen auch Ausdauertraining, also Sonnengruß, und zum anderen ist auch das Training durch Atemübungen und Umkehrstellungen ein sehr gutes Training für den Organismus. Und man kann auch davon ausgehen, dass Tiefenentspannung, Meditation und insgesamt eine positive Lebenseinstellung und die Erfahrung eines sinnvollen Lebens hilft, dass der Körper auch seine Blutfette und sein Cholesteringehalt gut reguliert. Und so nimmt es kein Wunder, dass es einige Studien gibt, die zeigen, dass Menschen, die Yoga üben und die Yoga-Ernährungsempfehlungen umsetzen, einen sehr viel günstigeren Cholesteringehalt und Cholesterinzusammensetzung im Blut haben als andere. Natürlich, wenn du trotz gesundem Lebensstil keinen guten Cholesterinlevel im Blut hast, dann solltest du überlegen, ob nicht doch auch Cholesterinsenker, wie zum Beispiel Statine, notwendig sind, damit du dein Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall niedrig hältst. Ein zu hoher Gehalt von LDL-Cholesterin mit weiterem hohen Triglyceridspiegel, Arteriosklerose und Bluthochdruck
ist ein gefährlicher Cocktail. Und da sollte man etwas tun und das mit seinem Arzt gut besprechen.